MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, ein Akt der Piraterie. Gehe Bündnisse ein. Das Hacken einer Flugabwehrstellung kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Wird geladen. Punkt, Punkt, Punkt. Kreisel, Kreisel, Kreisel. Wie geht's Mario? Oh, er schläft. Er hat eine seltene Blutgruppe. Das ist schlecht. Uns fehlen wichtige Medikamente, ohne die seine Überlebenschance nicht groß ist. Also weißt du, wir könnten vielleicht helfen, deinen Freund zu retten. Okay. Und was soll das kosten, Schmuggler? Ach komm schon, nur einen kleinen Gefallen. Warum habe ich das Gefühl, das bereue ich nochmal, hm? Gut, pass auf. Sieh dir das an. Ein Panzer. Modifizierter Panzer? Die Rebellen sagen, das Ding kann mehrere Raketentreffer ohne einen Kratzer wegstecken. Meine Theorie ist, sie haben die Bavariumstruktur so verändert, dass okay, die Kohäsion seiner Energiematrix Danke, mit dem Material... Theo ist sehr aufgeregt. Eigentlich solltest du nur wissen, dass das Ding unbezahlbar ist. Dieser Panzer ist also unzerstörbar. Klau ihn für mich. Find's raus. Jetzt wird mir alles klar. Ich besorg dir den Panzer. Und du besorgst Mario alles, was er benötigt. Das ist der Deal, mein Freund. Schick mir die Koordinaten. Easy. Natürlich klauen wir einen unzerstörbaren Panzer. Solange keiner drin sitzt, ist das ja kein Problem. Wenn die Luke dann aufgeht, ne? Aber ich denke, dass die Fahrt mit diesem Panzer sehr, sehr amüsant wird. Wir bestellen uns... Ist ja gar nicht so weit, ne? Moment. Ich hätte gerne was Schönes. Erstmal ein bisschen Munition für die Waffen, die ich eh schon dabei habe. Und als Fahrzeug hätte ich gerne einen... Oh, einen Jet. Das passt. Oh. Bitte nicht. Fall hier bitte runter. Perfekt. So. Wow. Nein, 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 nein. Was soll das? Oh. Ich glaube, das war der falsche Knopf. Gescheitert. Wo dran, ne? Jetzt kommt die Frage. Halt durch, Mario. Habe ich jetzt noch den... Ja, okay, ich hab's noch. Sehr gut. Flugzeuge. Ah, okay. Ist nicht mehr verfügbar. Dann begeben wir uns flott so auf den Weg dorthin. Das ist ja nicht so weit. Ich glaube, dass wir schon deutlich längere Routen geflogen sind. Der Panzer ist Teil eines Armeekonvois auf dem Weg nach Ponnere. Fang okay. den Konvoi ab und kapere den Panzer, solange seine Schilde offline sind. Kein Problem. Das werden wir noch sehen. Ach komm schon. Einen schwer bewachten Superpanzer zu kapern? Was soll dabei schiefgehen? Ich wollte es gerade gesagt haben. Du hast recht. Er ist noch gefährlicher, als wir bis jetzt dachten. Quatsch. Das wird für uns kein Problem darstellen, schätze ich mal. Man muss einfach bedenken, das Ding ist zwar super gepanzert hat, aber wie jeder andere Panzer wahrscheinlich auch. Seine Schwachstelle. Manche sind von hinten zerstörbar. Manche von vorne. Gut, der Panzer müsste dort irgendwo sein. Wie ich ja schon gehört habe, sind seine Schilde ja jetzt aktuell offline, ne? Von daher, los geht's, Leute. Leute, zielen. Feuer. Ach, und übrigens, die Luke.
stehle ich dieses Ding. Die Spulen unterbrechen die Sturmzufuhr, damit sie nicht überhitzen. Warte, bis die Schilde aus sind. Dann hast du ein kurzes Zeitfenster, um ihn zu kapern. Okay, das versuche ich, glaube ich, besser nochmal. Wir machen erstmal den Rest hier kalt. Der noch freundlicherweise mitfahren darf. Gut. Warte, bis der Schild offline ist. Was? Warten. Oh, nicht gut. Alle Achtung, Leute, das ist gar nicht mal so einfach. Wow. Das gibt's nicht. Das ist aber eine schwere Aufgabe. Puh. Knallhartes Ding auf jeden Fall. Gar nicht so einfach. Aber wir müssen immer warten, bis das Schild offline geht. Und dann rein. Das wird zumindest die ganze Zeit gesagt. Ich nähere mich dem Konvoi. Gut, der Panzer müsste dort irgendwo sein. Ach, und übrigens, die Luke geht vermutlich erst auf, wenn die Schilde deaktiviert sind. Okay, wie stehle ich dieses Ding? Die Spulen unterbrechen die Sturmzufuhr, damit sie nicht überhitzen. Warte, bis die Schilde aus sind. Dann hast du ein kurzes Zeitfenster, um ihn zu kapern. Ey, die schießen wohl saugenau, ne? Hi! Sehr gut. Und rein damit. Der Barbarium-Panzer wurde gestohlen. Alle Einheiten, hol den Panzer von den Rebellen zurück. Theo, ich hab den Panzer. Schick mir die Zielkoordinaten. Sehr schön. Sind unterwegs. Ein Transportboot erwartet dich bereits. Es müsste einen Schalter zum Einschalten des Schildes geben. Sei aber vorsichtig damit. Die Spur aufladen. Das heißt, der Schild schaltet sich automatisch an. Oh Mann, ziemlich viele Tasten hier drin.
würde mal sagen, dann begrüßen wir doch mal alle hier. Bitte erst, wenn wir drüben sind, Rico. Einen anderen Weg haben wir nämlich nicht. Entschuldigung. Ich hoffe nur, Mario lebt noch. Ja, er lebt. Ich halte meine Versprechen. Wie geht's meinem Panzer? Ziemlich beeindruckendes Gefährt. Fahr ihn nur nicht ins Meer. Ach, wie schön. Spart euch euren Schwanzvergleich für später auf. Konzentriert euch lieber darauf, den Panzer unversehrt hierher zu bringen. Yes, ma'am. Weißt du, nicht jeder Streit unter Männern hat etwas mit Dominanz zu tun, Annika. Eine Studie von 2000... Sehr schön. Ein bisschen Feuerwerk war noch nie verkehrt, glaube ich. Alle Achtung, hä, die warten ja schon alle voller Vorfreude auf uns. Platz machen, Dankeschön fürs Vorbeilassen. Sehr gut. Ah, das sind unsere Kollegen. Sehr gut, die verteidigen uns. Ein bisschen zumindest. Aber eine interessante Panzertechnologie, das muss man ja wohl mal sagen. Oh, bergab geht er gut. Gut, fahr den Panzer auf das Boot. Sachte. Ich fahr den Panzer jetzt auf das Boot. Sehr gut. Das war ja schon eigentlich viel zu einfach. Hoppala. Das Ding hat auch keinen Peilsender oder so. Braucht er nicht. Wird bestimmt nicht gefunden. So, schön, wir sind am Strand. Rico, die Informationen aus dem Bavarium-Panzer sind faszinierend. Okay. Ich brauche Hilfe bei der Auswertung. Ja. Komm zur Höhle. Ja, wo ist die? Bin unterwegs. Höhle. Höhle? Komm zur Höhle. Ah, da unten haben wir die Höhle. Unterwegs könnten wir bestimmt ein, zwei Rebellendörfer befreien. Also beziehungsweise ein paar Dörfer im Gesamten befreien. Und da oben ist auch schon das erste, wo ich sagen würde, vielversprechende Gebiet, wo wir einreisen könnten. Nämlich da oben. Da werden wir jetzt einmal ganz kurz Hallo sagen. Wäre so mein guter Gedanke, mein guter Wille an die ganzen Soldaten hier. Hallo! Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Kabum! Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Der Aufrührer hat einen Griff. So. Er hatte keine Chance. Dass die immer so genau treffen müssen, das ist echt nervig. Oh, 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 oh. Ganz kurzer Abstecher nach unten. Kurz aufladen. Umdrehen. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. So, und den Rest machen hier unsere kleinen Freunde. Verstärkung ist schon unterwegs zu euch. Hoppla. Vier Personen eliminieren.
Alle Einheiten. Finde den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. So, viel fehlt jetzt nicht mehr. Und ich glaube, ich habe den letzten auch schon gefunden. Sehr gut. Und der gehört uns. Perfekt. So, wenn wir schon einmal dabei sind, können wir auch hier vorne direkt alles einnehmen. Ah, oh, das war knapp. Das war knapp. Oh, das weiß ich nicht, ob wir es schaffen. Echt ganz schön hoch hier. Aber perfekt. Solange der Greifhaken was zu greifen hat, schafft man es dann doch eigentlich tatsächlich sehr leicht überall hin. So, wo war das jetzt? Hm, dann war das im Berg drin, oder was? Okay. Auch interessant. Gut. Sonst sieht man nämlich von hier aus gar nichts. Dann war das hier unten. In diesem Berg. Das hörte sich ja wohl geil an. Genial gemacht. Oh, vorsichtig. Sehr ruhig hier. Wow. Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst. Kaboom. Das interessiert die gar nicht. Der Hammer. Legen wir los. Einmal froh, munter ein paar Sprengsätze anbringen. Dann bringen wir die was höher an. Vielleicht hilft's dann. So. Machen wir das schön hier oben fest. So, zack. Wow, 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 wow. Kollege, was ist los? So. Die zwei Türme haben wir schon mal. Jetzt springen wir hier vorne von Turm zu Turm. Zack. Zack. Und zack. So, hier auch noch kurz. Und hoppla. Das tat weh. Nicht so schön. So, hier oben den Kommandoraum. Ich muss mal gucken, wie man da dran kommt. Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Mist.